Amid, I have them. I have the box and the Koh-i-Noor. Arbaz, Sliman and his troops have taken the palace. What? Piara. Sliman has her. It is a trap! They know you will come! Perhaps, but they will not see me coming. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Chronicles India. Und es sieht so aus, als wenn wir hier schon irgendwie auf das Finale zusteuern. Wir haben den Koh-i-Noor, wir haben das Kästchen. Sliman hat dafür unser Mädel. Dummer Tausch, wenn ihr mich fragt, aber wir werden mal sehen, ob wir unser Mädchen hier retten können, die liebreizende Prinzessin Piara Kau. Die Rettung 1841 Amritsar, Sommerpalast. Mit dem Kästchen und dem Diamanten in seinem Besitz kehrt Arbaz nach Amritsar zurück, um Hamid von seinem Erfolg zu berichten. Doch stattdessen erfährt er, dass William Sliman und die Templer den Sommerpalast eingenommen haben und Piara als Geisel genommen haben. Da er weiß, dass die Zeit gegen ihn spielt, plant Arbaz einen Frontalangriff auf den Palast. Oh, und hier, wenn wir das innerhalb von 12 Minuten schaffen, dann können wir sofort tödliche Chakram-Kopfschüsse ausführen. Wenn wir es in 9 Minuten schaffen, bekommen wir einen vergrößerten Helix-Balken. Nee. Also, wir schauen mal, wie schnell wir tatsächlich sind. Gut, dann haben wir schon mal automatisch getötet hier. Was war das? Die Punktzahl von diesem Level hängt von, weiß nicht, wahrscheinlich davon ab, wie schnell wir sind. Hold on, Piara. I'm coming. So, wir gucken mal. Es gibt 7 Animus-Scherben, ja. Mir egal. Als wenn die mich jemals interessiert hätten, irgendwie. Lauf, Arbaz, lauf. Hui. Hopp. Hui. Achso, wir sollen. Haha, ja. Wir sollen natürlich hier hoch. Klarer Fall. Ja, auf die 9 Minuten lege ich es gar nicht an. Aber, oh. Ich schätze mal, die 12 Minuten werden schon schwierig genug werden. Ranjit Singh. Oh, gucken wir doch mal direkt. Ranjit Singh, am 13. November 1780 geboren und am 27. Juni 1839 gestorben. Entschuldigung. Also immerhin fast 59 geworden. Gründete das Sikh-Reich, das sich zwischen 1799 und 1849 über den Punjab bis zum Nordwesten Indiens erstreckte. Er war der Sohn von Maha Singh, eines Regionalherrschers in einem der zahlreichen Misl, aus denen die Region damals bestand. In seiner Kindheit erkrankte er an den Pocken und verlor dadurch ein Auge. Aha, interessant. Im Alter von 12 Jahren trat er die Nachfolge seines Vaters an. Im Sommer 1799 eroberte Ranjit Singh das Misl von Lahore, das wirtschaftliche Zentrum der Region. Nach weiteren Eroberungen wurde er schließlich im Alter von 20 Jahren zum Maharaja des Punjab gekrönt. Danach begann er einen Angriff auf die Afghanen und eroberte viele Staaten, in denen der Islam die vorherrschende Religion war. Obwohl viele dieser Eroberungen gewalttätig vonstatten gingen, erwies sich das Sikh-Reich als sehr progressiv und tolerant für die damalige Zeit. Alle Religionen durften frei ausgeübt werden und das sehr rigide Kastensystem der Hindu fand im Reich der Sikh, in dem alle Menschen gleich waren, keine Anwendung. Nach der Eroberung von Kaschmir im Norden und Sindh im Süden stellten die Muslime mehr als 70% seiner Untertanen. Damit die Erinnerung an ihn im Glauben der Sikh lebendig blieb, ließ Ranjit Singh den Tempel Harmandir Sahib reich verzieren. Er ließ Marmor verbauen und die gesamte Außenfassade wurde mit Blattgold eingefasst. Seit dieser Zeit wird das Zentrum der Sikh-Religion in der westlichen Welt auch Goldener Tempel genannt. Sogar heute noch wird Ranjit Singh von Sikhs in der ganzen Welt als einer der großen Helden ihrer Kultur verehrt. Eine beinahe 7 Meter hohe Bronzestatue von Maharaja Ranjit Singh wurde im August 2003 in der Nähe des indischen Parlamentsgebäudes enthüllt. Ja, coole Sache. Ähnlich tolerant waren, glaube ich, die Perser, ne? Oh, da kommen wir nicht lang. Okay. Dann töten wir den Typen eben direkt. Ah!
Ja, keine Ahnung, warum wir den Typen da nicht direkt getötet haben. Nein, springt nicht den Turm. Dann kommen wir, bevor die Fässer explodieren. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja, wir müssen hier leider so ein bisschen ungünstig außenrum. Die Mauren waren auch ähnlich tolerant. So, komm, schon mal gut. Hier unten gibt es bestimmt irgendwo einen Splitter. Was sonst, da liegt einer zum Beispiel, den können wir ja mal mitnehmen, spaßeshalber. Ich meine, eigentlich scheren die Teile uns überhaupt nicht. Aber hey, und was wir haben, haben wir. Jetzt hör doch mal auf, hier alles in die Luft zu sprengen. Ich meine, was stimmt denn mit denen nicht? Alles sprengen die hier in die Luft, ganz ehrlich. Nicht hier lang, hier lang. Hier lang auch nicht. Ach du Scheiße. Ups, gleich ertrinken wir hier. Na, alles wunderbar hier. Ha! Herrlich, eliminiere die Wachen. 0 von 10. Also das Zeitlimit hier scheint mir wieder etwas eng gefasst zu sein. Na, wir schauen direkt mal, wo wir hier am besten ansetzen. Ah, hier haben wir ein Chakram. Da können wir schon mal ein paar Leute töten. Kommt hier einer raus oder nicht? Na toll, das ist hier ausgerechnet so ein Typ. Jetzt töte ihn. Over here, this way. Help. This way. Over here. There. So. Das war schon mal einfach. 6 von 10 haben wir. Jetzt geht's hier unten weiter. Next time here! Oh, der hat uns gesehen. Das war jetzt natürlich ungünstig, dass wir da direkt so zwischen denen landen. Ja, ach so. Okay, da ist er gerade verschwunden. Sounds great. I've been all over myself. Seen much battle? Fair amount. Began to think there was. Was? Der hat uns da gesehen? Ist natürlich jetzt uncool. Ich glaube, wir können da direkt nochmal anfangen. Ja. Das war mega uncool. Hat er uns ja einfach gesehen, Schweinebacke. Ja, nutze Feindobjekte. Entschuldigung, ich hab's heute irgendwie ein bisschen im Hals. Tut mir voll leid. Wow. Warum sind wir denn hier so weit runter gleich? So, ja, oder wir machen das natürlich so, es geht auch. Oh, oh!
Oh, wow, okay. Scheiße, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Aber gut, dann wissen wir mal Bescheid. Also hier nicht runter, das, da landen wir gleich ganz unten. Warum auch immer. Oh Mann, ey. Oh, Abbas, ey. Du gehst mal auf den Sack, Junge. Ja, nochmal. Schön. Ganz toll. Großartig. Lass mal los hier. Lass dich mal töten. Ey, ganz ehrlich, Abbas. Was stimmt mit dir nicht? So, aber eigentlich müssten wir doch hier, wenn wir uns hier runterhängen, müssen wir doch, ja, na klar, geht. Kein Problem. So, das ist jetzt eigentlich ein bisschen Verschwendung, was wir hier machen. Oh mein Gott, was soll's? Rauchbombe bitte, danke. So. Das waren also jene Typen hier. Jetzt haben wir hier oben bestimmt noch einen, oder? Kommt der hier raus? Ach, egal. Um den kümmern wir uns später. Können wir uns hier verstecken in dieser Hecke? Nee. Ah, okay. Erkannt. Help! Miau. Nein! Ach, da waren wir einen kleinen Tick zu spät oben. Ja, die Wachen hier zu alarmieren ist natürlich gar kein Problem. Ich meine, es hat jetzt keine irgendwie schlimmen Konsequenzen oder sowas. So, mal sehen. Können wir irgendwie? Wie groß können wir das denn? Aufpumpen, es geht so. Naja, hier kommen wir nicht durch. Where were you before you got stationed here? Jaipur was a lot easier work than this place. It was too hot for anyone to cause too much trouble. Sounds great. So, ah. Ja, toll. Das haben wir uns schon wieder gesehen hier. Und den Typen können wir natürlich nur mit einer Rauchbombe ausschalten. So, da wir sind. Tschüss. Ja, hier, runter, Abbas. Was machst du denn, Junge? Himmel doch nicht so. Mann, diese Kämpfe, ne? Also hier irgendwie, ach, ich bin gerade zu hektisch. Ich will da zu viel auf einmal. Wir machen das einfach wieder ein bisschen langsamer. Wir haben ja genug Rauchbomben für alles und so. Wir kriegen das hin. Da bin ich mir ganz sicher. Wir müssen es nur ein bisschen langsam wieder angehen. So, einmal Chakram. Hier bitte. Quatsch, ungefähr so, ja. Das wird schon mal super. So, jetzt brauchen wir hier eine Rauchbombe. Help! Over here! Ah.
Töte ihn. Okay. Gut, den haben wir schon mal getötet. Sehr schön. Die sind wir also alle los. So, wie sieht es hier unten aus? Die rätseln gerade noch ein bisschen, was hier vor sich geht. Next time we kill you. Okay, und ich kann da leider nichts runterwerfen gerade. Was jetzt? Ach so, ach. Oh, der Typ wieder. Na klar. Also den müssen wir auch irgendwie mit erwischen, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob der zu den 10 Wachen dazugehört. Die wir ausschalten sollen. Nein, jetzt haben wir den da auch noch verfehlt. Over here. Help! This. Over here. Achso, hier ist so ein. Kontern. Da müssen wir seine Konter kontern. Was natürlich ein bisschen uncool ist. Aber hey. Man schafft das alles irgendwie. Die Typen hier sind natürlich super aufmerksam. Na klar. Okay. Hier ist ein Typ, den... Der verpisst sich jetzt gerade wieder. Problem. Nein! Da hätten wir vielleicht keinen Rutschkill machen sollen. Hätten wir nicht. War blöd. Aber irgendwie müssen wir trotzdem ein paar mehr Leute mit einmal erwischen. So, das war schon mal ganz gut. Over here! 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 Over here! This way! So, jetzt schnell, 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 schnell. Okay, alles klar. Was für jenes? Die sind jetzt hier erstmal alarmiert. Ja, und hier hockt einer drin, ne? Ich kann gerade nicht den... Warum kann ich nicht den Adlerblick benutzen? If we find you, you'd better run. Ja, natürlich. Nein, och Mann. Das kann es doch nicht sein, dass ich da an dieser Stolperfalle da einfach hängen bleibe. Ja, ansonsten so funktioniert es, glaube ich, schon ganz vernünftig. Wenn wir das tatsächlich so machen. So, da einmal hier hoch. So, kann ich jetzt hier? Ja, kann ich. So, da haben wir den Typen auch schon mal erledigt. Achso, wollen wir hier erst nach unten vielleicht? Können wir den bitte töten einfach? Wieso konnte ich den denn gerade nicht töten? Mann!
jetzt aber. Alles klar. Ja, und dann erledigt er uns. Natürlich, sobald er da aus dem Weg ist. Ja, ich weiß nicht, warum ich ihn gar nicht töten konnte. Ne? Er war in einer Rauchbombe. Eigentlich hätte ich ihn töten können müssen. Gesehen und ob der uns gesehen hat. Over hier. Jetzt töte ihn schon, Mann. Aber stell ich doch nicht so an. So, wie viele haben wir denn jetzt? 5 von 10? Okay, alles klar. You better run. We are watching for you. Ah, den kann ich nicht ausschalten im Moment. Auf Nummer sicher gemacht hier. Nein, nein, renn nicht weg. Oh, wohin rennt er jetzt? Wie viele Wachen muss ich denn noch ausschalten? Ich sehe das hier gar nicht. Warum wird mir das gerade irgendwo angezeigt? Help! Ja, was? Wieso? Ich wollte mich da anschleichen und nicht durchrutschen. Oh Mann. Ja, einer hätte uns aber noch gefehlt dann, ne? Nach dem Typen. Was natürlich ein bisschen... Ach, da müssen wir wahrscheinlich wirklich den Typen da unten noch rauslocken. Hier den... diesen Meister. So machen wir das heute. Quatsch. Okay, alles klar. Ja. Eins, zwei, drei. So kann ich die jetzt beide töten vielleicht. Oh ja, sieht gut aus. Sehr schön. So, und hier drüben das Ding erledigen wir auch gleich. Wo ich schon mal... Nee, nicht durchsuchen. Ja, was? Obwohl, was hat denn der dabei? Got it. So, hier kommt er gleich raus, ne? Komm schon. Oh mein Gott. Dann töte ihn doch einfach. Okay, alles klar. So. Die haben wir erledigt. Jetzt müssen wir da durch. Die Palastbrücke überqueren. Jetzt direkt in unsere Richtung. So, alles kein Problem hier für uns.
Hoffe ich. Keine Ahnung. Wow, wir werden hier schon wieder geschossen. Von diesem komischen Revolvermaschinengewehr. Oh, Abbas, was machst du denn? Warum hat er das getan? Ja, verletze niemanden und bleibe unentdeckt, um die höchste Stilbelohnung einzuheimsen. Hier in dem Level natürlich. Ich meine, hier geht es ja nur um Zeit, ne? Von daher. Ups. Abbas, du sollst ja nur rüberspringen an das andere Ding. Ich meine, wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Wir müssen hier irgendwie ein bisschen hinmachen. Und dass er dann da einfach versagt, wo das sonst immer genauso funktioniert, dass er da ranspringen müsste, ist mir jetzt ein bisschen. Runter, runter, zur Seite und getroffen. Ja, da waren wir zu langsam. Also man hat hier gar keine Zeit, um sonderlich vorsichtig zu sein, sondern eigentlich müsste diese Kombination hier komplett klappen. Und dass er dann einfach daneben springt, das ist halt ein bisschen arschig vom Spiel. So, jetzt aber bitte. Hoch. Okay, rüber. Erkannt, hier um die Ecke. So, jetzt nicht daneben springen, aber was? Sonst wäre ich super sauer auf dich. Der Fackelrevolver uns erstmal nicht. Shoot him down. Und rüber. Oh, faster, Abbas, faster. So, hier müssen wir uns fallen lassen. Oder wie? Nee, hä? Doch, eigentlich schon, dachte ich. Das war merkwürdig. Ach, jetzt müssen wir hier nochmal anfangen, okay. Ah, was? Wieso wurden wir denn da getroffen? Oh Mann. Ich glaube, da ist auch so ein kleines Zufallselement hier mit drin. Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich so an. Denn wir waren ja jetzt gerade nicht langsamer als beim letzten Mal, meine ich zumindest. Okay, und hier müssen wir runter. So, und dann müssen wir uns hier wieder abfangen. Genau, diesmal hat es auch funktioniert. Sehr schön. So, fallen lassen. Nochmal hoch, hoch. Warum hält er sich dann da nicht fest? Wir müssen uns ja scheinbar tatsächlich von ganz unten von der Kante fallen lassen. Sonst ist ihm das zu weit, der Fallweg. Und er kann sich da nicht mehr festhalten oder irgendwas. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Halt dich doch da fest, halt dich doch da. Warum hält er sich da nicht fest? Ich raff's nicht. Keine Ahnung, warum er sich da gerade nicht festhalten mag. Eigentlich müsste das funktionieren, tut es aber nicht. Das macht mich gerade ein bisschen stutzig, weil ich nicht weiß, woran es liegt, ehrlich gesagt. Das hatten wir im ersten Teil, also in Assassin's Creed Chronicles China, auch schon ein paar Mal. Hops, dass sich die Steuerung da an manchen Stellen anders verhält als an anderen Stellen. Und das waren halt zum Beispiel so eine Ausweichsequenzen oder sowas, wo es dann, ja, wo die Steuerung sich nicht verhält wie sonst. Und was dann natürlich für den Spieler immer ein bisschen ungünstig ist, weil... Das war mein Fehler. Weil der dann natürlich nicht weiß, dass sich die Steuerung anders verhält. Wir machen das beim nächsten Mal nochmal, Jungs und Mädels. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.